Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Koczowski und wie immer freue ich mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Es geht heute um ein relativ lustiges Thema. Der eine oder andere wird sagen, das ist wieder so ein Rant von mir. Ja? Ist es aber nicht. Es geht nämlich um die Visitenkarte. Und was ich dazu zu sagen habe und ob es cool ist, sein eigenes Foto auf der Visitenkarte zu haben, so ungefähr so, erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Oh. Mach die Kaffeemaschine aus. Gut zu den Packen. Ich pack's nicht. Es wurde Licht. Was für ein Mann. Die Uhrzeit. Willkommen zurück. Wie ich schon sagte, es geht heute um die Visitenkarte. Und das ist ein kleines Stückchen Papier, was eigentlich die Welt bedeutet und ein paar Themen hat, die unglaublich wichtig sind. Denn es gibt so ein paar Sachen, die eine Visitenkarte zu einer Visitenkarte machen. Und die Geschichte der Visitenkarte ist eigentlich relativ eindeutig. Sie wurde überreicht, um die Kontaktinformationen von einer Person zur anderen zu bringen. Soweit klar. Und die Art, wie die Visitenkarte beschaffen ist, Papier, Optik, also quasi die visuelle Darstellung, der Grafikteil, sowie aber auch was du an Informationen transportieren möchtest, das hat alles einen sehr, sehr großen Impact auf das, wie derjenige, der die Visitenkarte von dir erhält, von dir meint oder wie er dich in Erinnerung behält. Denn manchmal ist es tatsächlich so, dass die Visitenkarte genommen wird, irgendwo in ein Schränkchen verschwindet und irgendwann mal rausgeholt wird, ein paar Wochen später. Und dann sind viele, viele, viele Dinge aus der Erinnerung verblasst, außer das, was du auf der Visitenkarte hast. Das ist noch präsent. Das heißt, wenn man sich überlegt, irgendwann hat mir ein Fotograf meine Visitenkarte gegeben und jetzt brauche ich mal einen Fotograf, 4, 5, 6 Monate später, den rufe ich jetzt mal an. Ja? Dann hat man die Visitenkarte hoffentlich behalten, weil du einen guten Eindruck hinterlassen hast. Aber warum, weshalb, wieso du den guten Eindruck hinterlassen hast, das werden sich sehr wenige Menschen in der heutigen Zeit noch merken. Aber bis es soweit ist, bis er dich anruft, vergeht durchaus eine gewisse Zeit. Und jetzt ist es wichtig, wie du deine Visitenkarte gestaltest. Und es gibt so ein paar Sachen, die total gut sind, die du auf jeden Fall auf deiner Visitenkarte machen solltest. Sowas wie dein eigenes Profilfoto auf der Visitenkarte. Hervorragend. Wenn du ein billiger Immobilienmakler sein möchtest oder ein achtklassiger Versicherungsmakler, sorry, dass ich den Berufsstand jetzt ein bisschen durch den Kakao ziehe, aber dann kannst du das natürlich machen, denn nichts ist bescheidener, als sein eigenes Foto auf der Visitenkarte zu haben. Denn willst du das wirklich? Also willst du wirklich dein Foto auf der Visitenkarte haben und du gefällst dem Typ vielleicht nicht? Also wisst ihr, was ich meine? Also macht das Sinn? Also ist das irgendwie seriös, wenn du dein eigenes Foto... Das ist genauso schlimm wie, das habe ich immer früher nie verstanden, warum Leute auf irgendwelchen Briefbögen der Meinung sind, bei einem Anschreiben, bei einem Blindanschreiben, also einem Werbeanschreiben, ihr blödes Foto, ihr blödes Porträtfoto da drauf zu packen. War mir... Verstehe ich nicht, warum. Willst du damit besonders seriös wirken oder bist du der Meinung, dass das total wichtig für den Kunden ist, dass der weiß, was für eine Fresse du hast? Also mein irgendwie völliger Schwachsinn. Was aber auch total gut ist, du könntest deine eigenen Fotos auf deine Visitenkarte drucken. Ja, das kannst du. Ungeachtet der Tatsache, dass natürlich Fotos dann sehr gut wirken, wenn sie größer sind. Deswegen sind die Portfolio-Mappen ja auch größer. So A3, A3 Plus und so, das ist die richtige Größe, bei der ein Foto, eine Illustration wirklich so ein bisschen Punch hat und auch gut aussieht. So in Briefmarkengröße 8x5 cm ist das irgendwie nicht so richtig geil. Aber das Schlimmere ist noch, jetzt hast du irgendwie am besten noch 5 verschiedene Karten zum Sammeln. Hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. Und du hast natürlich jetzt einen Kunden, dem gibst du jetzt irgendeine Karte und der findet das Bild vielleicht kacke. Dann findet er automatisch dich in einem halben Jahr auch so kacke. Oder noch viel geiler, du spannst dein Büchlein auf und sagst, hey, lieber Kunde, such dir mal eine aus. Ja? Das wäre jetzt so, wenn du jemand eine Tüte Nüsse ins Gesicht wirfst und sagst, nimm dir weg, was du brauchst. Ist jetzt auch irgendwie nicht ganz so geil. Also die Art, wie eine Visitenkarte übergeben wird, ist ja schon etwas Wichtiges. Weil in der heutigen Zeit willst du, und war früher nicht anders, willst du natürlich die Kontaktdaten, die du weitergibst. Das ist ein Prozess, ja, das ist ein schöner Prozess.
Ich meine, in der heutigen Zeit, wir leben in 2020, dem Jahr des Covid-19, da ist dieser Prozess natürlich obsolet geworden, leider. Aber dieses Übergeben dieser Visitenkarte ist natürlich was relativ Besonderes. Übrigens bei den Asiaten, vornehmlich bei den Japanern, ist der Prozess auch sehr wichtig. Tatsächlich wird eine Visitenkarte nicht wie bei uns Mitteleuropäern mit einer Hand übergeben, sondern die wird mit beiden Händen übergeben. Ja, das ist, versteht, was ich meine. Das ist eine ganz andere Ästhetik plötzlich. Und nochmal zurück, was du auf jeden Fall nicht machen solltest, ist klar, dein eigenes Foto gehört da nicht drauf. Ich finde auch, und da bin ich jetzt mal ein bisschen hart, ich finde auch Fotos deiner Arbeit gehören da nicht drauf. Und natürlich ist es extrem wichtig, was für ein Papier du verwendest auf deiner Visitenkarte. Logisch. Das muss natürlich ein haptisch wertvolles sein, weil du willst natürlich jemanden nicht nur mit deiner Präsenz, also mit deiner Kompetenz, den du getroffen hast gerade, für dich einnehmen, sondern natürlich auch mit dem Layout und dem Visuellen, wie deine Visitenkarte aussieht, aber natürlich auch mit dem Haptischen. Weil die Haptik, die verstärkt natürlich das Gefühl für denjenigen. Das heißt, eine schwere Karte, eine tolle Haptik, ein bedrucktes Papier, was wirklich massiv ist. Ja? Also nicht so ein labbriger Pappkarton, sondern massiv. Das sorgt natürlich dafür, dass du sofort kompetenter wirkst, dass im Endeffekt das, was du tust, sofort mehr Gewicht hat. Und darum geht es ja. Du willst ja quasi den besten Eindruck hinterlassen, den du auch nur kannst. Was natürlich auch immer hervorragend geht, ist natürlich sowas wie die Art des Schrifttypen. Ich kann euch Karten zeigen, die gehen... Da fällt dir tatsächlich nichts mehr ein. Es gibt Karten, und das war, Gott sei Dank, habe ich die schon lange nicht mehr bekommen, aber ich habe vor ein paar Jahren eine Karte bekommen in der Schriftart Comic Sans. Hervorragend, kannst du machen, sieht halt scheiße aus. Ja? Aber machbar auf jeden Fall. Oder auch immer wieder gern genommen, und das ist irgendwie ich habe bei relativ vielen Beratern das Gefühl gehabt, dass irgendwie Times New Roman stirbt einfach nicht aus. Das blöde Ding stirbt einfach nicht, kannst du machen, was du willst, stirbt nicht aus. Und die nehmen das auch alle. Versteht kein, nehmt doch wenigstens Helvetica oder Arial, wenn dir nichts anderes einfällt. Aber Times New Roman, echt? Das kommt gleich für mich hinter Comic Sans. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, geht nicht. Und das Geilste an der ganzen Geschichte ist jetzt auch noch, wenn ein Kreativer versucht, da sehr kreativ zu sein auf seiner Visitenkarte. Und dann hast du die Situation, dass du manchmal drüber bist. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach zu viel gemacht habt, Leute, mal Butter bei den Fisch, da gehört nicht so viel drauf. Da gehört euer Name drauf. Es sollte auch draufstehen, was ihr macht. Ja? Nur sollte nicht draufstehen, ich heiße Klaus Bärbel, mache Fotografie und Imagebroschüren und Webseiten und keine Ahnung, Bauchladen habe ich auch noch und Zigarren, geklaute Panzer, Drogen und Prostituierte kannst du bei mir auch kaufen. Gehört da nicht drauf. Ja? Also wenn du Werbefotograf bist oder wenn du Fotograf bist, dann steht da Jan Kolschowski ist Fotograf. Punkt. Ja? Oder da steht Klaus Bärbel drauf, ich bin Hochzeitsfotograf. Punkt. Ja? Und dann natürlich deine kompletten Kontaktdaten, die du halt weitergeben willst, deine Büronummer, deine Handynummer, deine E-Mail-Adresse, deine Webseite, die total wichtig ist. Und vor allem wichtig, warum zum Teufel in der heutigen Zeit, mein, früher hätte ich es noch verstanden, ja? Da hat die Rückseite auch noch richtig viel Kohle gekostet in der Druckerei. Aber es gibt heute null Gründe, wenn man nur ein bisschen seine eigene Arbeit wertschätzt, warum man die Rückseite weiß lässt oder frei lässt oder da nichts drauf packt. Ey, warum? Also, was für einen Sinn macht das? Also, du hast zwei Seiten, das Ding hat zwei Seiten, benutz auch zwei Seiten. Und wenn auf der Rückseite nur draufsteht, Deutschlands bester Fotograf oder geile Sau oder keine Ahnung, lass dir was einfallen. Da kannst du einfach kreativ sein. Und dann ist auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, je nachdem von welcher Seite du siehst, sind die wichtigen Informationen, die relevant sind. That's it. Wenn du das Ganze in einer schönen Schriftart machst, mit einem sehr schönen Layout, ist doch eigentlich der Käse gegessen. Ist doch der Drops gelutscht. Da müssen weder Fotos drauf, da müssen weder wilde Farben drauf. Ich habe mal von einem Hochzeitsfotografen eine schwarze Visitenkarte bekommen. Sorry, dass ich jetzt über Hochzeitsfotografie widerspreche, aber das passiert sehr häufig. Also da gibt es mittlerweile auch relativ viele von. Und da habe ich mal eine schwarze Karte bekommen. Das war mal bei einem der Meet and Greets, die wir hier im Studio gemacht haben. Ich habe früher einmal im Monat so ein Meet and Greet gemacht. Da haben wir draußen gegrillt. Das war alles free. Getränke und Futter gab es immer für umsonst. Ja? Oder kostenfrei, umsonst ist falsch. Da konnte jeder kommen, der irgendwas mit Fotografie zu tun hat, auch nur am Rande.
Und wir hatten tollen Chat und so. Wollte ich dieses Jahr gerne wieder machen, aber da ist mir Covid-19 auch dazwischen gekommen. Aber das mal nur am Rande. Da hat ein Hochzeitsfotograf, ich habe seinen Namen vergessen leider, würde ich aber auch jetzt nicht sagen, aber der hat mir eine Karte in die Hand gedrückt. Die war eigentlich ganz hübsch gestaltet, aber, und die war schwarz. Also die Schrift war, ich glaube, weiß und die Karte war schwarz, aber schwerer haptisch wertvoller Karton. Nur leider sehr billig gedruckt, weil die Ränder nicht komplett geschwärzt waren. Es war kein durchgefärbtes Papier, sondern im Endeffekt, das war eigentlich Papier, was schwarz bedruckt wurde nachher. Da gab es tatsächlich eine Goldlinie irgendwie. Ich glaube, eine Haarlinie, die getrennt hat. Irgendwie sowas war es. Aber ich war dann kurzzeitig verwirrt, weil er hat sich als Hochzeitsfotograf vorgestellt. Das stand auch nicht drauf auf der Karte. Und sagt, okay, und warum hast du jetzt eine schwarze Karte? Ja, weil es cool, ja, weil es kreativ, cool und so. Kreative haben schwarze Karten. Ja, Kreative tragen auch einen Rollkragenpullover und einen Schal und haben lange Haare und sind schwer tätowiert. Das mit langen Haaren schwer tätowiert stimmt, aber Rolli trage ich nicht und Schal trage ich auch nicht, außer im Winter, wenn mir kalt ist. Was soll das Klischee? Und vor allem, warum, ich meine, Hochzeiten so. Hell und weiß und freundlich und alles, alle Pipi in den Augen und Freude, Lachen. Und da kommst du mit einer schwarzen Karte und dann hast du immer schon ein bisschen das Gefühl, du wirst verwechselt mit dem Totengräber jetzt gerade oder mit dem Scheidungsanwalt. Die können auch eine schwarze Karte tragen oder verteilen. Aber doch du nicht. Du machst Hochzeiten, du machst lustig, du machst Spaß, du machst coole Laune. Und das wäre jetzt genauso, wenn DJ, die ich jetzt übrigens auch nicht so geil finde auf Hochzeiten, aber wenn die jetzt auch so eine schwarze Karte haben. Ey, die sollen Spaß machen, die sollen Fete machen und ich will da keinen Trauertänzer haben, ne? Ist ja irgendwie Käse. Das heißt, brauchst du alles nicht. Das heißt, sei nicht drüber, vergiss irgendwelche Fotos, auch dein eigenes auf der Visitenkarte. Wenn du im Zweifel nicht gestaltungssicher bist, und das ist bei relativ vielen Kolleginnen und Kollegen der Fall, dann lass sie doch einfach gestalten. Es gibt so viele tolle Grafiker, die sowas für verhältnismäßig kleines Geld machen. Und damit meine ich nicht diese Portale, wo du irgendwie für $15 ein komplettes Layout inklusive kompletter CI mit Briefbogen, Visitenkarte, Flyer, sonst irgendwas bekommst, sondern meine ich schon regulär richtige Grafiker, der sich mit dir auch mal kurz auseinandersetzt und sagt, okay, was ist denn deine Zielgruppe, wo geht denn die Reise hin, was willst du denn machen? Sprich mit solchen Leuten und lass dir von denen mal ein Angebot machen. Das kostet ein paar hundert Euro. Ja, ist Geld, verstehe ich. Aber es sieht dann nachher einfach geil aus. Und du hast nachher etwas, was du mal eine längere Zeit verwenden kannst. Und das ist auch wichtig. Deine Visitenkarte sollte eine längere Zeit lang laufen. Weil es ist natürlich blöd, wenn du irgendwie heute die hast und in 3 Monaten hast du wieder eine andere. Ist auch irgendwie nicht ganz so geil. Sollte schon in die eine Richtung gehen, nämlich in deine CI, die du hoffentlich dann irgendwann zukünftig hast. Ja, in dem Sinne kann ich auch diesen Teil langsam schließen. Es war mir ein Fest, dass du heute dabei warst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier doch diesen Kanal bitte. Hau mal fest auf die Glocke, damit du auch informiert wirst, wenn neue Videos kommen. Gerne ein Like da lassen für das Video, wenn es dir gefallen hat. Und vor allem kommentier doch mal, was du dazu meinst. Also was ist deine Einschätzung zu dem Thema Visitenkarten oder generell CI? Und wie sehen deine aus? Das würde mich auch mal wirklich interessieren. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.